Es war kurz vor 0 Uhr, als die Kranichfelder Feuerwehr am Samstagabend zu einem Einsatz in die Ilmenauer Straße gerufen wurde. Ein 24-jähriger Audi-Fahrer aus dem Ilmkreis befuhr die B87 aus Richtung Barchfeld kommend in Richtung Kranichfeld. Circa 150 Meter nach dem Ortseingang der Zweiburgenstadt geriet das Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn und kam hier ins Driften. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle und prallte seitlich in einen geparkten VW-Transporter. Sein Audi fing anschließend Feuer. Wir sind gerufen worden zu einem Verkehrsunfall mit brennendem Pkw. Wir sind an der Einsatzstelle eingetroffen. Pkw hatte schon nicht mehr gebrannt, weil ein paar Senden gleich reagiert haben und abgelöscht haben. Wir haben natürlich eine eingeklemmte Person gehabt, die schwer verletzt ist. Mit einem Rettungshubschrauber sollte der junge Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Der Nebel verhinderte jedoch eine Landung, sodass der lebensgefährlich Verletzte mit einem Rettungswagen ins Klinikum Bad Berka gebracht werden musste. Die Straße ist voll gesperrt worden. BI ist mit vor Ort gewesen, Gutachter ist mit angefordert worden und natürlich dann auch wurden Luftbilder gemacht über die Zone. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Es besteht jedoch der Verdacht, dass die Kombination aus überhöhter Geschwindigkeit, Sommerreifen und Alkoholeinfluss unfallursächlich sind. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 26.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 87 war für mehr als 3 Stunden voll gesperrt.